Ja, mein Moin zusammen, hallo, hier ist der Henrik von den Twitch-Piraten und ja, ich befinde mich hier wieder mal im OMSI. Ich habe die letzten Tage nicht gestreamt, weil, ja, gestern habe ich eine Spritze in den linken Flügel bekommen. Ist noch dran hier. Also, ist auch noch ein bisschen heiß, tut auch noch ein bisschen weh. Aber ja, so richtig drastische Impfreaktionen sind bisher ausgeblieben. Das war jetzt die zweite Spritze für BioNTech Pfizer. Also quasi bin ich jetzt bereits seit also ungefähr 13, 14, 15, 16, 17, also 12, 16, 16,5 Stunden gut. Ungefähr 16 Stunden circa mit der zweiten Impfung versehen. So, wir sind hier im STC. Nicht im STC, wir sind hier im OMSI. Also immer noch ein bisschen komischer Geschmack auf der Zunge. Sag mal, ich habe tatsächlich doch gespritzt bekommen und nicht aufgefressen. Alter, nee, in jedem Fall, wir sind hier im OMSI, wir sind hier bei der STC. Die STC hat ihren Event noch nicht vollständig. Das sind noch etwa 600 Punkte, also quasi nix. Und daher schauen wir mal, was wir machen. Wie wir da jetzt irgendwie ein bisschen unter die Arme greifen. 35 Minuten, 77, Eventpunkte klingt schon mal ganz gut. Ab 5.26 Uhr, das klingt auch ganz, ganz lecker. Da gehen wir mal rein. Womit gehen wir denn da überhaupt rein? Citaro, MAN, MAN, NLC. Ich weiß noch nicht, ob ich da mit dem langen oder mit dem kurzen fahren soll. Und zwar jetzt fahren wir mit irgendeinem. 68 Leute klingt wieder so wenig, ne? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Könnte mit dem Volvo da langfahren. Hätte auch was. Wollen wir mit dem Volvo da langfahren? Ich bin mir jetzt unsicher. Doppelgelenk wäre auch möglich, aber da kann ich auch gleich mit dem Gelenk langfahren, ne? Fragen über Fragen. Ja, zur Not nehmen wir halt den, was haben wir hier? A26? 78 Personen. Klingt auch gut. Nehmen wir 2,7, oder? Nehmen wir 2,7, damit wird sich schon irgendwie fahren lassen. Na, allgemeine Fehl- oder Nicht-Orientierung. Ein paar Mal gegen die Wand gelaufen. Ja, das sorgt dafür, dass man auf jeden Fall weiß, wo man langläuft. Greifen wir der STC ein wenig unter die Arme. Wer mitfahren will, kann gerne mitfahren. Wie gesagt, die STC ist ein öffentliches Unternehmen, Stufe 2. Und wie gesagt, die freuen sich ganz bestimmt darüber, wenn das Event auch langsam durch ist. Eventuell kann man dann den Oxmox auch dazu überreden, dass er das dann auch bei anderen Leuten mitmacht. Aber erstmal ist natürlich immer die eigene Firma klar. Liegt Tilmersdorf Altenheim. Ich fahre da sicher mit, wie gesagt, am Solobus lang. Alheim 4 neu. Ja, und deswegen würde ich sagen, fahren wir mal. So, wunderbar. Bräuchte ich noch die Brezel? Ja, und moin, moin, Sebi. Und moin, Dem 4. Grüß dich. Oder grüß euch. Ja, ich bin doch gerade eben erst quasi von einer
guten halben Stunde aus dem Bett gefallen. Ich war wahnsinnig müde, aber das ist wahrscheinlich eine Folge von der Zweitimpfung. Und wie gesagt, ich spreche immer nur so ein bisschen komisch, weil wie gesagt, ich hätte den Impfstoff doch gespritzt bekommen. Ich habe den doch nicht aufgefressen. Was schmeckt mein Mund denn wieder so? So eine Mischung aus pelzig und bisschen metallisch und weiß nicht. Wenn du eine Goldkrone im Mund hast und ein Stück Silberpapier abbeißt vom Döner und die dann an die Goldkrone rankommt, das ist so ein Geschmack so ähnlich. Ich habe das Ding doch in den Arm bekommen, das kann doch gar nicht sein. Ja, wie es mir geht, ja, danke, soweit prima, der Arm tut noch oben ein bisschen an der Schulter weh, da wo die Spritze halt reingegangen ist. Aber ansonsten geht's eigentlich ganz gut, also bisher so richtig kräftige Impffolgen habe ich noch keine, also nicht Impffolgen, aber beim Eichenhöhe Montag bis Donnerstag Schule haben wir und wir haben den 12.004. 12.04, da ist er. Ja. Ist aber nicht der Fall. Nee, wie gesagt, ich bin heimgekommen und irgendwie was gegessen und dann sofort ins Bett gefallen. Sofort auf der Stelle weg. Also, so K.O. war ich selten. So. Ah, Moment, halt. Falsche Reihenfolge. Erst konfigurieren, dann anderes Zeug. Wir brauchen einen Scheibentyp auf kombiniert. Wir brauchen eine Matrix auf LCD. Wir brauchen einen ausgeschalteten Türwarnton. Wir brauchen einen starken Motor. Wir brauchen Türen vorn auf B, Mitte auf B, hinten auf B. Wir könnten es auch Mitte auf Außenschwenk. Auf Schiebetür meine ich. Türsteuerung automatisch. Dann die Heizung ein bisschen anheben. Obwohl ich denke, dass es ein scheiße heißer Tag wird, da werden wir wenig Heizung brauchen. Innenbeleuchtung, ja nu, sicherheitshalber, ne? So, dann jetzt nochmal die Linie 13500. Mit der Route 02, dann sollte der Bus eigentlich gelabelt sein. Ist er. So. Ich fahre heute für die STC. STC ist ja quasi das Mutterunternehmen von der Pirate Lines. Und zwar einfach deswegen, weil die haben ihr Event noch nicht durch. Das heißt, da müssen wir noch unbedingt durch. Das ist eine halbe Stunde, soll 77 Punkte ergeben, die Tour. Ups, mein Stuhl rollt, das ist nicht gut. Ja, wie gesagt, wenn's nur getrunken wäre, ne? Schmeißt man sich halt ein Aspirin rein und gut ist, aber leider nicht. Oder was heißt zum Glück nicht? Ich bin froh, dass die zweite Impfung drin ist. Schaut mir immer noch irgendwie aus wie eine 30er-Zone hier. Ich bin mir so unsicher, ob ich hier einfach drauf treten kann. Okay, bei der Straßenführung ist das eh hinfällig, aber auf der anderen Seite, da hinten ist der Vorfahrstraße. Schaut nicht so nach 30er-Zone aus. Egal. Ach, und da vorne hört der rote Strich auf. Na gut.
Machst du das normal, mach ich aus deinen Ohren Wäschetrockner. Ja, ja, mach das nur, du. Komm mal her, du. Aber da kann man jetzt zum Glück erraten, wo es lang geht, ne? Also denke ich zumindest. Also ich würde jetzt hier die zweite rechts fahren. So, Discord bin ich auch. Ja, können wir nicht loslegen. Können wir nicht weitermachen. Mal schauen, ob wir das Ding noch fertig kriegen für die SCC. Das wäre schon cool. Ach, auf Automatik können wir das Ding ausstellen. Ja, wenn jemand rein will. Fahren wir weiter, 20 Euro mehr für mich. Also, jede Station wird prämiert mit 20 Euro. Plus Boni. Das heißt, wenn der Fahrplan es erlaubt, sollte man tun, dies da doch anhalten. Kaiserstraße. Was, die letzte Woche vor den Sommerferien? Okay. Da hast du ja bald neun Wochen Auszeit, oder? 9 Wochen waren das immer, Sommerferien, oder? Hatte ich richtig in Erinnerung. Weil es meine Schulzeit ist schon ein paar Jahrzehnte her. Deswegen frage ich. Ach genau, Theo. Du bist ja hier neu auf dem Discord der SCC. Nur zu deiner Info das. Wir haben auf dem Discord der SCC Streaming-Kanäle. Die nennen sich unten On Air. Die grünen sind die, die von jedem betreten werden können. Die roten sind die, die eingeschränktes Recht zu sprechen dran haben. Das bedeutet, wenn man da rein will, dann muss man sich reinziehen lassen, und zwar von irgendeinem Streamer. Also nicht jemand, der streamt, sondern der hier den Rang eines Streamers bei der SCC drin hat. Und ja, was noch? Mal überlegen. Was war noch? Ja, genau. Und nur in den Kanälen darf auch alles mitgeschnitten werden. Also wenn man streamt, bitte nur in diesen Kanälen drin. Sag mal, wie langsam soll ich hier fahren? Schrittgeschwindigkeit ist ja der Spielstraße, von der ich wissen sollte. Ja, das ist schon geil, du. Guten Tag. 9 Wochen Ruhe, du. Hallo. Fahrschein kaufen seid ihr nicht gut, Jungs, oder? 2,8. Ich glaube, ich stelle nochmal eine Minute hoch. Schaffener Sieg.
hier sieht aus wie eine wie Zwischenstädte oder die Außerorts. Ich bin mir. Ich hab doch vorhin ein Ortsschild gesehen, sag mal. Na, da vorne was. 50, ja genau. Ja, moin. Morgen. Morgen. Und wie geht's euch so? Damn 4. Sebi. Wahrscheinlich dir, Sebi, in einer Woche erheblich besser. Er wollte wissen, wie geht's dir jetzt? Nicht jetzt in einer Woche. Ja, ey, fahr scheiße, ich weiß. Jetzt sollt ihr danach mal Landwirtschaftssimulator fahren. Da kann ich wirklich scheiße fahren. Meistens Kuhscheiße. Ich glaube, meine Haltestelle zur Umdecke. Denke ich zumindest. Zumindest zeigt es mir da im Symbol das Ganze so an. Hoppala. Au. Das war nicht beabsichtigt. Kontaktampel? Kontaktampel, ja. Okay. Ja, wie gesagt, ich habe mir gedacht, ich fahre jetzt hier Touren für STC, insbesondere die, Bonustouren, diese Event-Touren, damit das irgendwann nochmal voll wird. Und danach, wenn das voll ist, dann schauen wir mal, zu wem wir dann wechseln. Vielleicht Berliner Boy oder irgendwie sowas. Damit der auch mal irgendwann fertig wird mit dem Zeug. Ja, lieber Bus. Waffe der Scheiße. Ja, ja. Ja, Leute, das ist ja unglaublich. Aber trotzdem ohne Colli. Ich glaube, da soll mir danach eine andere Tour aus. Da. Wie hätte ihn da fahren sollen. Das ist dieser KI-Verkehr. Der fährt halt genauso halb in den Kreisverkehr rein und bleibt dann stehen. Man kann halt nichts dagegen tun. Es gibt wieder Abzug in der B-Note, denke ich. Ja, bei mir genauso, du. Ich bin dafür gestern halt irgendwie ins Bett. Hoppala, minus 2,4, ich glaube. Hängt. Bin gestern irgendwie ins Bett gefallen. Hab ich erstmal gepennt bis um 21 Uhr, dann hab ich gegessen. Danach noch mit einem Bekannten gesprochen, der halt gerade in PUBG unterwegs war. Ja, und danach war es etwa, weiß nicht, 1, 2. Dann gleich wieder ins Bett. Ja, und aufgestanden halt dann so gegen, ja, keine Ahnung. 4:45. Und da dachte ich mir, dann kannst du auch gleich anschmeißen den Stream, ne? Natürlich werde ich nicht durchgehend streamen, ich werde da auf jeden Fall frühstücken noch. Aber ich denke mal, 1-2 Stündchen sollten schon drin sein. An den Kohlgärten.
Und was haben wir da? The Hillsman. Thank you, Mr. Hillsman, for your host. And good morning. Or good afternoon. Or something for you. I'm not sure. Warum? Baustelle? Königswetter. Oh ja, die Straße hat auch schon bessere Zeiten erlebt, oder? Ich hoffe, in Arlheim V5 wird das Ding hier zementiert oder asphaltiert. Do you sleep? It's 5 a.m. At the moment not. I get my second vaccine. And now that means BioNTech Pfizer. And I'm awake since 3:45 a.m. I think. Fell asleep between 1 a.m. and 3:45, and before then between, I think, one moment, around 3 p.m. And woke up at 9 p.m. So, yeah, I'm awake now. Time to count your sheep. Do you know this joke? I count to three and then I fell asleep. On some days I count to three and then I fall asleep. On some days I count till half past three. And other days. I can't afford to fall asleep now. I'm driving a bus. A bus through Arlheim. Okay. Ja, okay, das heißt, es wird wahrscheinlich ein bisschen länger dauern mit SEV, oder? So at the moment I'm on the way for the STC for the event, and then I switch after that when the event is completed. I switch companies. I think it's okay, I think. Ja, moin. Hallo. Quack. Oh, und spätestens hier wäre der Doppeldecker hängen geblieben, oder? Gesperrte Doppeldeckerbus. Mhm. Das geht bestimmt in Lust.
lustiges Knirschen. Umschlagbahnhof Erkenfeld. Zugang zum Corona-Impfzentrum Südwest. Queen om sie, who's Queen om sie? Om sie. Your wife? Hallo. My wife, I don't have a wife. That's the reason, or might be the reason why I have so much time. Guten Morgen. Hallo. Morgen. Einen normalen Fahrschein. Nein, der will die den Fahrschein. Jetzt hat ja nur einen Zehner. Ich glaube da nicht. So schön wäre es gewesen. Obwohl 77 Punkte für 35 Minuten sind doch eigentlich ganz okay, oder? Guten Tag. Ja, morgen. On the juniors? No, not at the moment. But I know I have several on the juniors in my channel here. Sebi, würdest du dich als on the junior bezeichnen? Denke schon, oder? Jo, genau, ne? Okay, Mr. Hiltman, I don't have personal OMSI Juniors, but I think I have in the channel several OMSI Juniors. For example, Zebi. Is he finally a junior and is he finally a fan of OMSI? So yes, he could be an OMSI Junior. Ja, wie fährst du denn? Du Sippel.
Ja, morgen. Guten Morgen. Der wollte einfach nur wenden hier drin, ne? Hallo. Ja, moin. Guten Morgen. Minus 2,7 schon wieder. Sag mal. Muss so nicht sein, oder? Will noch jemand? Nach der Zeithochstellung? Niemand? Gut, fahr mal. Hoppa. Klemmen wir uns hinter den. Ja, moin. Heute soll ja auch Nordstern wieder da sein, ne? Er hat angeblich ab heute sein Internet zu Hause in der neuen Bude. War doch was heute, ne? Warum steht ihr da alle rum? Wir haben doch grün. Ja, moin. Hallo. Kontaktampel? Nein. Nix Kontaktampel. Gymnasium.
Guten Morgen. Ja, morgen. Guten Morgen. So, ich glaube, diese Strecke hier war mal ein Teil von einem Thread im, im PDP-Forum. Hier rechts ist 60 ausgesprochen, für die Busspur allerdings nicht. Das Busspur dürfte 50 haben. Deswegen sind es da drüben ja extra zwei Zeichen, was eben für zwei Spuren ausgesprochen wird. Jetzt aufhebende Geschwindigkeitsbeschränkung, das heißt, jetzt sind wir wieder bei 50. Ich weiß gar nicht, was da zu diskutieren kann. Schönen Morgen. Hallo. Ja, moin. Hier rechts ist der Blitzer. Finde ich ganz okay. Da steht er. In den Büschen. Das kann aber die Leute alle haben. Das lernt man doch in der Fahrschule, sag mal. Türen, ja genau. Mach lieber jetzt erstmal die Türen auf. Hallo. Guten Tag. Ja, moin. Jetzt ist er schon wieder spät. Jetzt sind die Türen zu. Ja, man kann sich eben recht machen. Vielleicht fahre ein Stück weiter vor, damit der Kontakt auf. Genau, Kontakt ausgelöst wird. Machen wir nochmal auf, bevor das mit raus will. Das gibt es ja da nur was in der Juling haben die glaube ich gar nicht, ne? Juling haben sie nicht mehr. Ne, dafür kommen sie jetzt nicht mehr. Die Gefahrbremse und das hätten mir die Leute übel genommen. Das kann ich nicht bringen, nur. Außerdem hat es ja keiner gesehen. Beste Leben ist ja nicht da, der sieht ja sonst alles. Ja, fährst du einmal. Ich glaube, Haltelinien entfallen, wenn man nicht hält. Aber ich bin mir nicht sicher dabei. Und doch, natürlich gelten sie, wenn man nicht hält. Besser, die geht nicht geradeaus. Doch, was ein blöder Satz.
Und zwar in Gedanken war der Satz doof, ja. Hallo. Ja, moin. Hallo. Moin, moin. Hallo. Tag. Hi. Morgen. Ah, da ordentlich hinsetzen. Guten Tag. Guten Morgen. Jo, und sowas mit dem Gelenkbus wahrscheinlich auch eine auch so eine Sache, so eine Kurve. Jo. Das Leben lenken die Hinterachsen. Okay, bis später, Sibi. Ja, Junge, du darfst schon fahren. Ich muss die Leute noch reinlassen. Aber okay, zugeben, wenn du nicht fahren willst. Ja, es blinken kann ich nicht. Ja, fahr ich halt. Steig 1A ist mein Ziel, okay? Krieg ich hin. Der bleibt stehen, das ist okay. So, 1A ist genau hinter dieser Linie, soweit ich mir da kann. Mal gucken. Jo, das könnte hinhauen. Oder ich schaue mal, sie ist aber nach. Nicht, dass ich jetzt einen Schmarrn erzähle. Pause. In die Vogel. 1, genau. Hier vorne dürfte 1B sein. Ne, 1A ist da vorne. Okay, dann muss ich da vorne hin. Und das hier meint ich eben mit den Lenken der Hinterachsen. Damit kriegt man die Kurven viel, viel besser. Das heißt, hier muss ich rein. Der steht im Weg. Dann drehe ich mich mal ganz gepflegt vor. Und Endstation. Und die Abrechnung. Einmal zu früh, ja. Das muss ich mir selber anlassen. Das sieht also jetzt doch ganz gut aus. So, wunderbar. Da haben wir es. Dann, das gibt es ja weitere Touren. Eichnö nach Landwehrplatz. Habe ich das denn überhaupt? 12.004, das ist doch meine hier. Das heißt, ich fahre den ganzen Schmarrn jetzt nochmal zurück.
Ach, warte mal, was haben wir hier denn? Stieg 2a nach noch in Friesenstraße. Das ist, glaube ich, eine Gelenklinie. Das ist blöd. Aber die fährt 6.20 Uhr ab. Das heißt, die könnte man eventuell nehmen. 6.30 Uhr, Eichenhöhe 2a noch in Friesenstraße. Ist dieselbe. Und das ist, wie gesagt, definitiv eine Gelenklinie. Das heißt, wir nehmen die zweite hier. Sagen, die wollen wir fahren. Gehen aber Fahrt abbrechen. Damit kommen wir nämlich zurück zur Zentrale. Und nehmen uns einen anderen Bus dafür. Haha. Müssen wir vorher nochmal ins Gebäude zurück, um das, na, hallo. Ja, so ist gut. So ist brav. Die Nachprüfung des Busses. Irgendwas zu warten? Nein. Ab in die Werkstatt. Einmal voll tanken. Und einmal zurück ins Depot. Oder warte mal, muss mir überhaupt zurück ins Büro? Haben wir die Fahrt nicht schon? Weil wenn ja, dann können wir uns nicht ins Büro sparen, ne? A23. A40. Ah. Dreitürer Void. Dreitürer Überland. Viertürer, Dreitürer Überland. Das klingt lecker, den wollen wir nehmen. Schäden prüfen. Überland hat ein bisschen anderes Getriebe, wenn man anfährt. Aber dafür ist es halt offiziell, ja, mit Überland sitzen. Mit Anschnallmöglichkeit. Eichenhöhe Bahnhof. Noch im Friesenstraße. Das dürfte Linie 192 oder so sein. Fahren wir los. Ja, WB-Sebi. Hab gerade mal die Linie gewechselt. Yippie-Kai, Motherfucker. Und zwar auf eine 100er, also eine lange Linie. Setzt die SCC noch eine Stufe kürzer an oder ein bisschen näher an den an das Ende vom Event und das ist auch eigentlich mein Ziel für momentan. Die Touren übrigens heute Nachmittag bei mir habe ich mir vollständig rausstorniert und ich habe dem Herrn Nerox auch schon Bescheid gesagt wegen dir und wegen mir, wegen den Touren.
dass er die nicht wieder mit einträgt. Der Herr Nerox macht ab sofort bei den Pirate Lions sowieso die Dispo mit. Das heißt, er kümmert sich da hauptsächlich drum. Ja, mal schauen, wie es läuft. Aber jetzt sollte hier langsam in meinem Bildschirm irgendwas kommen. Aha, komm, lästert man mal. Schau, schon geht das. So, Montag bis Donnerstag Schule. Umlauf 11.012. Was, von Eichenhöhe nach Eichenhöhe? Das halte ich für ein Gerücht. Nehmen wir den hier, Eichenhöhe nach noch in Friesenstraße, Stieg 2a. So, wie viel Grad haben wir es gerade im Bus? 15,9, das geht. Linie ist die 156, genau. Route ist die 01. Das war die, die ich auch schon so lange gefahren habe. Oder theoretisch müsste man hier mit dem Bus so lang fahren oder mit dem Doppelgelenk oder mit irgend sowas, was halt so irre viele Fahrgäste aufnehmen kann. So, dann müssen wir noch ein bisschen warten hier drin, bis die Klimaanlage ein bisschen hochgeheizt hat. Ansonsten werden sich nämlich alle darüber beschweren. Mimimi ist so fürchterlich mimimi kalt, mimimi. Wenn es halt genauso warm ist wie draußen, ne? Aber naja. Geht ja mit Klimaautomatik schnell. Jetzt wären jetzt nur Arnhem V4 Strecken, du. Aber das will ich mal machen, ne? Ach, Sebi, du hast die Tour abgeschlossen. Bei wie vielen Punkten standen sie gerade? Hast du da nachgeschaut oder ist dir gerade nicht so geläufig? Aber du musst wahrscheinlich auch langsam mal los Richtung Schule, ne? Oder wenigstens Richtung Frühstückstisch. So, womit fahren wir denn heute überhaupt? Mit einem SCC Hybridbus. Unter der Woche gar nicht, das war sehr schlecht, du. Der Körper braucht doch Energie am Morgen. Dann labeln wir das Ding gleich noch. Noch will keiner rein. Wird sich jetzt ändern. Genau, wenn drauf steht, wohin wir fahren. Einmal normal, ja, ist wieder leider anscheinend, ne? Für unnormale Tickets, da kassieren wir dann mal für Scheine, nicht, eher nicht so. Guten Morgen. Hallo. Guten Morgen. Eine Fahrkarte bitte. Schon wieder ein Zehner, sag mal. Dankeschön. So, 20 Minuten haben wir vor uns. Das heißt, 20 Minuten müssen wir hochstellen. Das hat 8, 38 und 28 oder 27 besser gesagt. Fehler bei der Bereichsprüfung. Ja, du mich halt auch. So. Ja, okay, wie gesagt, so richtig Hunger habe ich auch nicht, aber
Trotzdem muss man was essen. Hoppla. Wenn sie jetzt noch fahren würden, können die Kreuze noch frei machen. So. Kommen jetzt keine Durchsagen mehr? Ist niemand so richtig bewusst, warum das so ist, oder? Man sollte eigentlich richtig kräftig durchsagen. Gab es da schon wieder ein Update, von dem ich wissen sollte? Ich denke mal nicht, oder? Aber ich bin mir nicht sicher. Könnte schon sein. Naja, vielleicht müssen sie die sich erst noch warm labern, wer weiß. Ja, Morgen. Hallo. Liegt es auch wieder an meinem Soundproblem im Rechner. Das gab es ja ab und zu. Ne, halt, wir haben jetzt hier 2,7 auf der Uhr. Leider minus. Müssen wir gleich mal eine Minute hochstellen. Wieder Fehler bei der Bereichsprüfung. Ja, das ist mir doch ziemlich Bube, was du mit deinem Bereich prüfst. So, dann machen wir weiter. Nehmen Sie mir nicht übel, aber entweder sind die Ansagen immer noch sehr leise oder einfach nicht vorhanden. Der Bus sollte da eigentlich mehr können. Denke ich mir zumindest mal so. Das moderne Wunderwerk der Technik. Na, ja, vielleicht nehmen wir für den Rückweg dann einen anderen Bus. Der hat wieder Ansagen drin, hat aber jetzt Fahrt abbrechen werde ich jetzt nicht, obwohl ich es theoretisch noch könnte. Ich denke auf jeden Fall, dass der Bus voll werden sollte. Hallo. Guten Tag. Hallo. Wenn ich im Buszug fahren könnte, hier drin, wenn die STC im Buszug hätte, ich würde wahrscheinlich fahren. Guten Morgen. Ja, moin. Hallo. Hallo. Tag, Tag. Ja, moin.
Jetzt kommen die Ansagen. Wahrscheinlich, dass sie dann ein Problem im Umlaut drin haben. Hallo. Ja, moin. Guten Morgen. Hallo. Ja, moin. Keiner will was. Tja. Gehen vorbei und schauen nicht rein. Wieder vorfahren, damit der Kontakt mit der Anforderung ankommt. Okay, das heißt, du bist jetzt auf dem Weg Richtung Schule. Erfolg oder sowas. Ja, viel Erfolg. Genau, viel Erfolg. Das ist doch... Oder dass du irgendwie die letzten 9 Wochen... die letzte Woche auch noch schaffst. Das, komm, das ist doch... Die ist doch leicht abgesessen, oder? Danach 9 Wochen Freizeit. Einmal normal, bitte. Einmal normal. Ach, der zahlt mit einer Münze. Das ist ja toll. 2,80. 3. Das setzt die Statistik wieder hoch. Das bringt eher Punkte. Und die Welt herrscht den Weltfrieden. Hallo. Ja, moin. Guten Tag. Hallo. Wenn ihr die ganze Tür nutzen würdet, dann würde es viel schneller gehen, Leute. Naja, so oder so, es geht auch. Aber der Bus, der ackert schon ein bisschen jetzt, oder? 92 von 97.
Da und hier mit 30er-Zone. Da wurde ich schon mal geblitzt, da müssen wir langsam mal fahren. Okay. Aber drei Ausflüge, komm, das ist doch. Drei Ausflüge in einer Woche, das ist doch quasi geschenkt. Das ist ein Geschenk des Lehrers quasi. Die sind doch leicht durch die Ausflüge, oder? Von 97, das habe ich befürchtet. Und da darf ich dann nachher auf jeden Fall nochmal, wenn wir schauen, ob wir noch einen größeren Bus haben. Wahrscheinlich muss ich ja doch mit dem Doppelgelenk durchfahren oder sowas. Wird spaßig, weil der hat ja einen Motor, der ist zum Davonrennen. Also Motor von gefühlt nicht vorhanden. Halbes PS oder sowas. Ja, Jungs, ich befürchte, wenn hier keiner raus will, dann kommt ihr auch nicht rein. Ich halte es hier nur aus Höflichkeit an. Aber ich habe hier leider keinen Platz mehr im Bus. So leid, wie es mir tut. Der Bus ist voll. Ah, schwimmen. Ja, schwimmen ist super. Da muss ich auch unbedingt mal wieder hin. Aber halt erst, wenn ich jetzt also ein bisschen fitter bin, also nicht an einem Tag nach der Impfung der schwimmen gehen, das ist, da mir zwingend von, oder dringend von abgeraten wird. Einen Tag danach sollte ich mich schonen. Ich möchte ja noch ein bisschen weiter streamen. Und absaufen würde da irgendwie stark dagegen funktionieren. Ich nehme entweder den Capacity ist eine Idee. Ich denke allerdings für den Rückweg werde ich den Hamburger nehmen. Der hat über 200 Sitzplätze und ist der Doppelgelenkbus. Den hat der Oxmox mir mal geschenkt. Und das heißt, mit dem werde ich dann wahrscheinlich fahren. Studentenwohnheim. Aber höher geht es dann langsam auch nicht mehr. Aber von den 200 Plätzen werden nur 118 angezeigt, aber haben nur da 200, über 200, weil irgendwie die letzten, nur das Ding nach dem ersten Gelenk zählt dazu. Nach dem zweiten Gelenk nicht. Ja, warum habe ich jetzt Unwucht, Leute? Ladekachel 17, das kann doch gar nicht so lange dauern. Hallo? Na, passiert da heute noch was? Tja, das sieht mir sehr verdächtig danach aus, als ob Alarm V4 nicht will hierbei. Hoppla. Und schon wird mal gesandt. Ja, genau. Und tschüss, liebes Programm. Scha ade wasche. Ja, was ist jetzt? Ah, jetzt passiert was. Omsi wurde beendet. Was du nicht sagst. Ja, soll wieder gestartet werden. Daher denke ich, wird es wohl doch keine Folgetour geben hierauf. Weil ich kann nicht auf Folgetour gehen, wenn mir das System abgeschossen wird. Somit, lieber Sebi, befürchte ich, weiß ich nicht genau, ob es... ich denke, es wird nicht funktionieren,
mit dem, was wir davor hatten. Also Doppelgelenk wird wahrscheinlich nicht zum Einsatz kommen, weil ich hier keine Folgetour raussuchen kann. Oder wie gesagt, Sebi, wenn sie hätten, dann würde ich halt einen Buszug nehmen, ne? Der hätte 156 Plätze. Doppeldecker, oh, nein, ich möchte meinen Rechner nicht beschränken. Also Kachel 17 hat ein wenig zum Laden gebraucht. Und so kräftig, dass mir der ganze Rechner um die Ohren geflogen ist. Aber sagen wir es mal so, es hat auch einen zweiten Vorteil. Mein Bus ist jetzt leer. Das ist zwar nicht die feine englische, aber doch eine mögliche. An der Haltestelle Studentenwohnheim. Muss warten, bis es solche fertig geladen hat. Nach einem kleinen Crash. Werde ich hier immer noch gesandurt? Na ja, warte mal ab. Oh, es wird schwarz. Ah, halt könnte noch was passieren. Was steht da drin? Feststellbremse einlegen. Können wir machen. Ach, weil der Motor aus ist, ne? Jetzt wieder erledigt. Kann man jetzt, darf ich wieder Gas geben? Geht das? Jetzt darf ich Gas geben. Jetzt läuft so vieles nicht. Ne? Und jetzt blicken wir noch geradeaus. Jetzt hängt das Ding erstmal. Jetzt machen wir das Ding da oben weg. Und jetzt funktioniert das wieder, hoffe ich. Okay, wow. Ich habe jetzt zwar keine Fahrgäste mehr drin, der Bus beschleunigt auch wieder super. Aber kannst du nichts machen. Gegen Abstürze bist du leider nicht immun. Unglücklicherweise. So, Zeit ist gekommen. Das heißt, du packst es. Dann wünsche ich gute Fahrt, du. Guten Morgen. Ja, wie? Ich dachte, ich kriege auch nochmal irgendwann einen Fahrscheinverkauf. Ja, Verkauf hätte ich schon gerne. Eine Tageskarte, bitte. Ja, super. Die wird mir halt nicht angezeigt, du Mädel. Hallo, wie wär's mit einer Hallo. Karte Hallo. Für den Tag? Morgen. Einstellungen. Neustart. Kein Tastenpieps einschalten. Nein. Ja, also wie es aussieht, haben wir auch keinen weiteren Verkauf hier, Dreckstyle. Na gut, dann halt nicht. Dann müssen wir halt alles händisch kassieren. Ich hätte es auch lieber gern anders gemacht. Schade. Entweder das oder wir fassen uns damit mal irgendwann, wenn wir ein bisschen Zeit haben. Oder kann man das im Pausemodus machen? Kann man das im geht das im Pausemodus? Ja, geht im Pausemodus. Das ist gut. Schicht. Großeingabe. Linie 256. Nein, 156. Hallo! Hier geht nichts. Hier kann man keine Linie eingeben.
Ja gut, dann wird es wohl keine Linie geben hierbei. Tut mir leid, also ab sofort nur noch zahlbar mit Tastendruck. Was für ein Scheiß. Hallo. Einmal die Kurzstrecke. Ja, jetzt wollen sie auf einmal alle was haben, ne? Dem Moment, wo das Ding nicht mehr geht, wollen sie alle unter Fahrschein. Hallo. Verkeckst nochmal, du. Faszinierend ist, dass das Gerät ja scheinbar weiß, wo ich bin. Also irgendwas wird daran ja funktionieren, oder? Ansonsten hätte es ja keine Station drin. Boah, fährt der Scheiße. Ja, ich fahr Scheiße. Fahr sogar geradeaus. Ja, moin. Ja, also wie gesagt, ich hatte gerade eben einen ziemlich kräftigen Absturz. Und seitdem funktioniert die Elektronik hier irgendwie nicht mehr. Das Kassensystem ist ein bisschen buggy. Jetzt. Und ich darf dann noch leider zurück ins Liefern. Ja, was denn? Was hast du denn, Mädel? Kann auch gerade ausfahren, da geht es halt nur sehr tief runter, ne? Irgendwelche Symptome, ziemliche Müdigkeit. Dieses eigentümliche pelzigen Geschmack auf der Zunge. Wie gesagt, ich habe ja vorhin gesagt, Hallo. Also ich dachte, ich hätte das Zeug gespritzt bekommen und würde es nicht auffressen. Also schmeckt halt so ein bisschen metallisch. So eine Mischung aus, wenn dir Silber, wenn dir Alufolie an den Goldzahn kommt. Oder wenn du, wenn du, wie heißt das andere? Wenn du irgendwie mal so probierst, ob ein 9-Volt-Block geladen ist und den deswegen in die Zunge hältst, so ein Gefühl ist das. So ein bisschen kribbeln, ein bisschen metallisch und ja. Und ansonsten, ja, Schulter tut halt weh, aber das ist ganz normal, wenn, da wir eine Nadel reinbekommen, ne? Fachzentrum Umwelttechnik. Aber ansonsten fühle ich dann nicht wirklich was. So, also scheiße ausgesehen habe ich schon immer. Ja, du weißt, was ich meine. Nee, ansonsten, ja. Ziemlich heftige Müdigkeit, muss man dazu sagen. Also, normalerweise schlafe ich halt meine 6-8 Stunden pro Tag und danach bin ich da den ganzen Tag wach. Und gestern war das halt so, da bin ich irgendwie um 15 Uhr ins Bett gefallen. Yippie-kai, Motherfucker. Jo, danke dir auf jeden Fall.
bin gegen 15 ins Bett gefallen und gegen 21 Uhr aufgestanden. Ein bisschen kurz davor. Ach, hier will keiner raus. Okay, da fahren wir weiter. Jetzt kommt der halt der Wunsch zu spät, Junge. Und gestern war das auch. Beziehungsweise heute Nacht dann nochmal. Da war ungefähr nochmal gegen 1 Uhr, wurde ich ziemlich müde. 1.30 Uhr habe ich mich hingelegt, ja. Und aufgestanden halt dann gegen, ja, 4:45 Uhr, ne? Und seitdem bin ich hier unterwegs. Ja, aber ansonsten, im Folgen fühle ich endlich noch keine. Ich habe mein T-Shirt gekauft. Ich bin geimpft 2021. Es gab aber noch so ein T-Shirt, das war mir zu teuer. Das steht drauf Team BioNTech Pfizer. Aber die wollten jetzt irgendwie fürs T-Shirt 19 Euro plus meine Übergröße macht 23 plus, was haben wir noch, plus Versandkosten 4,50 und dann standen wir ungefähr im Endeffekt bei 27 Euro. Von einem T-Shirt, das eigentlich irgendwie 19 gekostet hätte. Das war mir dann doch ein bisschen zu viel, aber ja, vielleicht kommt es ja noch. Team BioNTech Pfizer. Das würde ich auch sogar hier drin tragen. Ja, moin moin Leon, grüß dich. Servus. Wurde geimpft und lebe noch. Ach nee, komm nicht schon wieder ruckeln, ja? Wie viele Abstürze willst du mir denn noch präsentieren heute? Jetzt geht's, sag du. Also einen hatte ich schon hier drin auf Alarm 4. Und mein Bus ist zu klein. Guten Morgen. Wie geht's dir, Leon? Guten Morgen. Ich habe gesehen, du hast gestern auf E-Paradline zur Runde gefahren. Vielen Dank dir. Einmal normal, bitte. Was genau? Impffolgen oder was? Oder Absturz bei Arnheim? Ne, wie gesagt, also ich habe das Ganze recht gut überstanden. Mist. Ach so, Impffolgen, ja, wie gesagt. Müdigkeit, komisches Gefühl auf der Zunge, so als hätte ich den Impfstoff gefressen. So als wärst du beim Zahnarzt gewesen und der hätte, wenn so ein Rest von dieser Betäubungsspritze, die er dir normalerweise reinhaut, wenn der auf die Zunge kommt, das ist so ein ekliger Geschmack. Aber der ist mittlerweile auch wieder am Abflauen. Ansonsten tut die Schulter halt noch weh, ne? Da hat er die Nadel reingerammt. Aber insofern bin ich, fühle ich eigentlich jetzt mich nicht sonderlich krank. Somit geht soweit gut. Mal gucken, wie es am Tag läuft. Ich habe mir heute die Dispo-Touren rausgestrichen, weil ich nicht so ganz so sicher war, wie das hier abläuft heute. Ja, fahr halt noch rüber, ich sag's nicht. Busspur, das unbekannte Wesen, ne? Insofern, wie gesagt, geht es mir soweit gut. Danke der Nachfrage. Mal gucken, was noch alles passiert hier. Ich fahre jetzt hier ein paar Runden für die SCC. Die ist mit dem Event noch nicht durch. Da fehlen noch irgendwie 500, 600 Punkte. Also im Endeffekt erschreckend wenig. Okay.
Ja, moin. Guten Morgen. Guten Tag. Guten Tag. Schönen guten Tag. Guten Morgen. 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 Ja, moin, moin. Und jetzt ist der Bus, jetzt ist der Bus zwar nicht voll, aber die Leute weigern sich trotzdem einzusteigen. Na gut, wenn sie nicht wollen, ich werde sie nicht reintreiben. Fahren wir weiter. Weiß ich, können Sie da rechts rüber? Geht das? Das geht. B1, okay. Das ist wahrscheinlich die linke Spur. Ich glaube, es wird immer von außen gezählt, hat man mir mal gesagt. Ich nehme mal an, das ist der vorderste dann. So, Hauptbahnhof. Keiner will mit. Na gut, haben wir es leichter. Ja, ich habe immer ein grünes Signal, wäre ich halt so richtig happy. Da kommt ja eigentlich auch nichts, aber blöde Busampel. Das könnte mal langsam grün werden, das fände ich so extra super. So richtig doll, du. So zum Beispiel. Kann ich hier gerade ausfahren eigentlich? Denke ich nicht, ne? Nee, geht nicht. Es gäbe ja solche solche Spuren, die wo Busse denn allein gerade ausfahren dürfen, das wäre halt was gewesen, aber nee, eher nicht. Okay, dann bis dann, Sebi. Danke dir. Und moin moin, Roboter. Grüß dich. Ja, soweit so prima. Ich habe die Impfung scheinbar recht gut überstanden. Flügel tut noch weh, aber... Und komischer Geschmack im Mund. Aber ich denke, das muss... Da steckt's nicht drin. Das muss so sein. Ja, ansonsten bin ich hier unterwegs gerade für die STC. In Arlheim 4. Denn die hat das Event ja noch nicht vollständig. Und da dachte ich mir, weißt du was? Da hilft sie erstmal mit, bis die voll sind. Ist eher so, weiß nicht, geht am ehesten, wenn du vorstellst, du hast Goldkronen im Mund und beißt in einen Döner und beißt dabei versehentlich so ein Stück Alufolie mit ab. Wenn die Alufolie dann die Goldkronen berührt, das ist dieser Geschmack genau. Das ist so ein metallischer, so leichter. Das ist der komische Geschmack im Mund. So ein bisschen pelzig auf der Zunge. So. Der kommt halt rein, wenn er schon vorgegangen ist. 7 Plätze habe ich noch. Wollte er wieder nicht, ne? Na gut, fahren wir weiter. Werde euch auch nicht zwingen, hier reinzugehen. Ach,
nee, die, das ist wahrscheinlich meine Spur hier. Nee, schlimm ist das nicht. Und dann habe ich recht heftige Müdigkeit. Das heißt, ich habe mich gestern hingelegt um etwa 15:30 rum. Aufgewacht bin ich gegen 21:30 irgendwie sowas um Dreh rum. Und dann habe ich mich danach in der Nacht nochmal hingelegt. Also ein paar Stunden später, etwa gegen 1 Uhr, 1:30 Uhr und aufgewacht dann gegen 5. Oder ging kurz vor 5, da dachte ich mir, weißt du was, wenn du eh schon wach bist, dann kannst du da eigentlich auch einen kleinen Stream anschmeißen, oder? Ja, und seitdem bin ich da. Seitdem fahre ich meine Runden hier für die STC. Das hoffe ich auf jeden Fall, du. Das wäre sehr suboptimal für meinen angestrebten Job. Chronische Müdigkeit bei Busfahrern ist scheiße. Nö, ich wurde auch nicht so aufgefasst. Oder? Guten Tag. Wie immer halt, ne? Irgendwas scheint mit 7 Sitzplätzen im Bus gerade eben kaputt zu sein. Das ist aber erst seitdem mir Alu abgestürzt ist. Ab 1.7. Sag mal so, ich bin jetzt ziemlich misstrauisch eigentlich, was die Sache angeht. Und da rollen jetzt gerade einige Mutanten über Deutschland. Also ich finde die Sache mit dem Stufenplan und der Öffnung schon eigentlich ganz okay. Wenn wir Etappenziele erreicht sind, dass man das Zeug teilweise öffnet, finde ich schon, die Grundsache finde ich schon in Ordnung. Oder dass man Geimpfte jetzt nicht dazu zählt. Ob zu früh? Nein, ich weiß es nicht. Allerdings, ich weiß es nicht, liegt bei mir auch hauptsächlich daran, dass das Kino bei mir nicht mehr so einen großen Stellenwert hat. Ich gehe ins Kino gerne rein, wenn es irgendwelche Filme gibt, die ich unbedingt im Kino sehen muss. Das letzte Mal war ich, glaube ich, drin, ich glaube entweder in Avatar oder Star Wars, ich weiß es nicht mehr genau. Aber die meisten Filme sehe ich mir halt zu Hause auf DVD an, auf Netflix, auf Amazon Prime oder ähnliches. Da brauche ich eigentlich das Zeugs nicht dafür. Also deswegen gehe ich halt nicht mehr ins Kino. Hat bei mir nicht mehr so einen hohen Stellenwert.
Und liegt aber hauptsächlich eine wahrscheinlich auch an den Preisen. Danke. Die haben sie sehr, sehr ordentlich in die Höhe geschraubt. Als ich damals ins Kino gegangen bin, das erste Mal, da kostet das Kino irgendwie 5 Mark. Also 2,50 Euro. Und heutzutage stehen die Preise bei, was ich, 14, 16, 18 Euro. Das ist halt heftig. 18 Euro. Das sind 36 Mark. 18 Euro, das ist heftig. Für einen einzigen Film. Also dafür gehe ich halt nicht mehr ins Kino. Also wie gesagt, hat bei mir sehr an Wert und im Stellenwert verloren. Und daher, ja. Kinobetreiber freut es wahrscheinlich natürlich schon, klar. Die kriechen ja auf dem Zahnfleisch. Ach ne, jetzt fahren die alle nach rechts. Dann bleibe ich links. Rechts geht's schneller, fahren wir doch rechts. Ja, ich weiß, ich kann mich auch nicht entscheiden, ne? Okay. Das hört man, das sieht man selten da. Ermäßigt heißt Kinotag oder was ist ermäßigt? Ah, okay, also quasi für mich nicht. Wie viel ist der Regulärpreis? Weil nach dem muss man eigentlich vorgehen. Ja genau, Golf. Das ist wunderbar, wo du da stehst. So, Golf, dann fahren wir weg da. Was für ein Depp.
Einfach kreuzen zu parken, das wird schon gehen. Ist ja nur eine Busspur, ne? Also 8 Euro ist aber auch schon. Ja, obwohl. Hallo. Ja, moin. Hamburg? Nein, sorry. Kinopresse in Hamburg kann ich nicht nehmen. Da müsstest du eventuell Herrn Nerox fragen, der kommt aus Hamburg. Soweit ich mich erinnern kann. München ist relativ teures Pflaster. Ich weiß sie nicht mehr im Kopf. Meine Daten sind wie gesagt schon einige Jahre alt. Aber das kann man relativ einfach nachschauen, denke ich. In München gibt es nämlich ein Ticketreservierungssystem. Das heißt, es gibt in München sowieso allgemein nur einige Kinos, in die ich sehr gerne reingehe. Das sind ja die, wo man bisher bequemer drinnen sitzt. Das ist in München entweder das Royal, das ist am Goetheplatz. Und was haben wir da denn? Flaviano Rodriguez, vielen Dank für den Follow. Thank you for your follow and welcome to the stream. Willkommen im Stream. Ich weiß jetzt nicht, ob ich dich auf Deutsch oder Englisch ansprechen soll. Deswegen, herzlich willkommen hier. I don't know if I should address you in German or English, so welcome to the stream. Welcome here. Roboter, wie gesagt, die haben ein Ticket-Reservierungssystem, da kannst du mal nachschauen, wenn du willst. Da kann man die Sachen nämlich online reservieren und die sagen natürlich dementsprechend dann auch die Preise. Ja, moin. Aber ich weiß nur noch, ich kann mich nur noch daran erinnern, dass in München jetzt relativ teuer war, das Ganze. Wie gesagt, das Royal am Goetheplatz war das erste Kino, was ich recht gerne besucht habe. Das zweite war das Max. Das war am Isartor. Und dann gab es noch ein drittes, das nannte sich Cinema. Das ist allerdings nur deswegen, weil Cinema, das war in der Nymphenburger Straße. Das hat sich damit berühmt gemacht, dass es zum einen Originalfilme, also O-Ton, gebracht hat. Okay. Und vor allem, es hat solche Double- und Triple-Features gebracht. Das war richtig geil. Das heißt, die haben da immer ab und zu damals so eine Star Trek-Nacht gemacht. Alle Star Trek-Filme am Stück. Zwischen jedem irgendwie eine Viertelstunde Pause und inklusive einem Lunchpaket. Das war schon geil. Ach, hier will wieder niemand rein und raus. Dann sparen wir uns die Station.
Royal, denke ja. Denke ja. Der Eingangsbereich war ebenerdig. Drinnen gab es einige Treppen, allerdings auch Fahrstühle. Also sollte theoretisch, denke ich schon, dass barrierefrei ist. Hallo. Hallo. Ja, moin. Ja, 600 Kilometer für einen Kinobesuch ist schon... ja, ist nicht von schlechten Eltern, sagen wir es mal so. Nö, nö, ich bin ja hier auch nicht in München. Ich bin hier ja im Landkreis Mühldorf am Inn. Von mir aus nach München ist immer noch etwa 70, 80 Kilometer. Und ich vermeide normalerweise das Fahren durch München mit dem Auto, weil das ist fürchterlich. Die fahren da allesamt, so als wären sie letzte Menschen auf der Welt. Ist halt richtig heftig, wie die teilweise fahren. Mein Rekord liegt, als ich noch gearbeitet habe, wo mir der Chef mal gesagt hat, ja, fahrst da mal eben nach München und holst mal diese und jene Komponente. Sag ich, du, es ist jetzt gerade 3, das ist ein bisschen ungünstig, weil ich bin bis 4 Uhr da, das ist auch noch okay, aber dann bin ich um 4:30 da wieder raus und das ist eher blöd, weil 4:30 München, da bin ich mitten im Berufsverkehr. Der Chef meint noch, oh, lächerlich, das machst du doch mit links, das geht doch ohne Probleme. Ja, ja, genau, sprach er. Und dann fuhr ich halt dahin, weil Dienstanweisung, ne? Und dann stand ich auch da im Stau. 4 Stunden lang. Normalerweise darf man maximal 10 Stunden am Stück oder 10 Stunden am Steuer sein. Ja, das war halt ein 14-Stunden-Tag, ne? Mühldorf am Inn hat ein Kino, das nennt sich Hollywood am Inn. Und ja, aber da kenne ich die Preise nicht. Da war ich auch bisher noch nicht drin. Wie gesagt, so viele, da wollte ich mal reingehen, aber dann kam irgendwie Corona dazwischen. Und ja. Aber ich kann dir sagen, wenn der Film Avatar 2 rauskommt, da werde ich ins Kino gehen. Und da werden sie mich dann begrüßen dürfen. Weiß ich auch nicht, ob die Kinos in Mühldorf und Inn barrierefrei sind. Ja, moin moin! Moin moin, was? Benchsport!
Bandsport. Okay. Moin, du, grüß dich. Berlin 156. Bin ich mir jetzt unsicher. Also, die Karte Berlin 156 kenne ich nicht. Dieses Unternehmen, für das ich hier gerade fahre, die STC, die hat, soweit ich weiß, Berlin Spandau im Sortiment. Dann hat sie Berlin BRT im Sortiment. 156 in BRT kenne ich jetzt auch erstmal nicht. Berlin X10 haben sie im Sortiment, nicht BRT. BRT ist bei den Parrot Lines. X10 ist bei der Dingens hier, bei der STC. Berlin 156 kenne ich erst einmal nicht, nein. Roboter, Berlin 156, du fährst auch relativ häufig über diverse Berliner Karten. Ach, wurde frisch released, okay. Nein, habe ich noch nicht. Also habe ich auch noch nicht runtergeladen. Da stehen sowieso noch ein paar Karten an, die ich noch unbedingt runterladen soll, wie mir gesagt wurde. Werde ich mir aber gerne mal anschauen. Werde ich mir gerne mal ansehen. Hoppala. Ja, vielen Dank, Benji, für dein Follow und willkommen im Stream. Willkommen an Bord. Moin, du. Na, und wieso lässt sich das Ding nicht mehr bewegen? Jetzt. Ich drücke hier drauf, weil so 5 Minuten später kommt die Reaktion. Also irgendwas stimmt hier hinten und stimmt hier immer noch nicht so ganz. Wie gesagt, aber das machen wir dann natürlich außerhalb des Streams, weil das Ding muss man erstmal komplett runterladen, dann muss ich installieren. Das dauert immer so ein bisschen. Die Leute wollen ja im Stream wahrscheinlich sehen, wie ich fahre und nicht, wie ich rumstehe und Karten auf Festplatte kopiere. Das stelle ich mir jetzt auch nicht allzu interessant vor. Ja, mir ist vorhin hier die ganze Karte abgebraucht, ne? Also quasi einmal komplett Absturz. Deswegen wird es danach wahrscheinlich erstmal wieder ins Büro zurückgehen dürfen. Meine Folgetour krieg ich nach einem Absturz leider nicht. Ja, die Kollision habe ich bei mir immer aus. Das liegt aber hauptsächlich daran, weil die Autos, die anderen Autos, die fahren halt wie Hölle. Also die fahren so, also wenn sie so während der Fahrschule fahren, da kriegst du aber keinen Führerschein mit. Gefahrbremsung nach jedem Spurwechsel, das geht nicht gut. Daher denke ich, wie gesagt, die Kollision sollte immer aus sein. Es gibt einen Streamer, der Max hat sie immer an. Allerdings, der hat auch die Autos in der Umgebung hier auf Null runtergestellt. Das heißt, bei dem schauen die Straßen aus, als wären sie aus irgendeinem Wildwestfilm ausgebrochen. Hinten hört man eine Mundharmonika, während so ein Dornbuschen vertrockneter über die sandige Straße weht. So ähnlich kannst du es vorstellen. Also er hat halt quasi die Autos ausgeschaltet. Und dann kann man natürlich sehr, sehr, sehr leicht mit Colli fahren. Ne? Aber ich hatte ja auch schon mal den Fall, dass er mir aus Versehen Colli angeschaltet hat. Ja, nicht bremsen bei Gelb, Junge. Ist noch gelb und nicht rot. Ich tue aber so, als wäre sie an. Das heißt, ich weiche aus, ich bremse. Yippie-ki, Motherfucker. Genau. Hier auf Arnheim V4 ist es so, hier gibt es einige unsichtbare Wände. Und der hat bei mir aus Versehen einmal die Colli angeschaltet. Das war sehr, sehr suboptimal. Und dreimal aufs Rand, wer erstmal gegen die unsichtbaren Wände mit Anlauf gegengezwitschert ist. Ja, genau.
So, und danach schauen wir mal, wie weit die SDC jetzt ist mit dem, wie heißt das kleine Mal? Sag schon. Mit dem Event, genau. Noch in Kirche. Oh Gott, ja. Roboter, also ich für mal, also erst einmal Windows 11 habe ich gehört, du brauchst einen TM-Chip oder sowas oder TMQ-Chip, irgendwie sowas war das, auf dem Mainboard, damit das überhaupt funktioniert. Das ist ein Chip, der normalerweise dafür da ist, um Festplatten zu verschlüsseln. Ja, Dicker, lässt mich da mal hin. Weiter kann ich leider nicht ran, ansonsten kann ich nicht mehr ausstellen, wenn du mich nicht mehr hinlässt. Ja, am besten einfach durch den Bus durchlaufen, das passt schon. Achso, hier müsste ich anhalten, okay. Ups, Entschuldigung, mein Fehler. Windows 11, ja wie gesagt, der Chip, der muss vorhanden sein. Ansonsten, ansonsten wird es nicht funktionieren, hat man wie gesagt. Das Problem daran ist, das Problem allerdings ist, ich weiß nicht, ob OMSI darunter läuft. Und ich meine, ich nutze meinen Rechner hauptsächlich zum Spielen. Und wäre schon sehr, sehr schade, wenn ich ein neues Betriebssystem drauf spiele und die Hälfte meiner Spiele wird nicht mehr funktionieren. Das wäre natürlich, wär natürlich äußerst bescheiden. Deswegen denke ich, werde ich das bei mir so machen. Das Updaten des Betriebssystems updaten werde ich erst dann, wenn es sich wirklich nicht mehr vermeiden lässt. Ansonsten bleibe ich auch unter Windows 10. Ich meine, ich habe ja eh nur zwei Rechner mit Windows 10. Das eine ist der Streaming-PC, das zweite ist der Gaming-PC. Und was macht der denn da? Hm, Schrittgeschwindigkeit, okay. Manfred, du willst noch mit hier? Ich habe nur noch eine Station, das weißt du, oder? Aber okay, wenn du willst, dann fahr mit. Ja, was, genau. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich habe noch kein Windows 11, daher kann ich dir das noch nicht sagen, Roboter. Allerdings, wie gesagt, ich werde mir Windows 11 auch erstmal nicht antun. Das werde ich dann machen, wie gesagt, wenn sie es wirklich nicht mehr vermeiden lässt. Wenn sie wirklich sagen, ja, Windows 10 ist absolut tot. Und die ersten Leute sagen, ja, OMSI funktioniert als 32-Bit-Anwendung unter Windows 11, dann werde ich mir überlegen, ob ich es mir zulege. Aber ich ändere mein System normalerweise nur dann, wenn ich es unbedingt ändern muss. Und Windows 10 wird erstmal weiter bis 2025 supported. So, noch im Friesenstraße. Endstation. Schließen wir's ab. Jop, wie es aussieht. Da schaut schon mal gut aus. Ja, wie gesagt, der Fahrscheinverkauf blieb auf der Strecke. Das lag aber hauptsächlich daran, dass ich nicht mehr Fahrscheine verkaufen konnte nach dem Crash. So, rück ins Büro. Weil Rechner-Crash. Oder Programm-Crash. Berlin 156. Hoppala, der muss ja bald den TÜV. Schau mal, Kück. Ab in die Werkstatt mit dir, du Schelm. Tank mal voll. Schau mal, ob ich die Erlaubnis noch habe. Bis 30.03. Bis zum 28.06. Das ist doch heute, oder? Ja, das ist doch heute. Ach, ja, dann natürlich. HU. Attacke. So, der hat eine Stunde zu tun, der Bus.
Wenn ich es halt schon sehe, gell? Dann packt man gleich in die HU rein. Da wäre ja noch schöner, wenn, wenn wir hier in der STC Sachen hätten, die nicht fahren könnten. Finde ich blöd. So, schauen wir weiter. Jubiläumsevent. 3.348 von 3.700. Und Geld. Geld. Vor allem Geld. So, Spandau Nervenklinik. Ist nicht so ganz mein Ding. Diakonissenkrankenhaus. Das hätte doch was, oder? Diakonissenkrankenhaus nach Nordbahnhof. Auf Rheinhausen war ich lang nicht mehr unterwegs. Ich weiß gar nicht, was man dafür braucht. 14 statt 14. Ja, egal, nehmen wir den. Was sagt mir eine Punktzahl? Danke. Dann Busse wäre wahrscheinlich wieder mal Halle 2. So, wenn der lange ist, der kurzzeitig auch. Nee, der hat noch ein bisschen Zeit vor sich, ne? Warum heißt der eigentlich BSZX? Seltsam. Na gut, dann Halle 2, würde ich sagen. Was ist das mit dem hier? Oh, der braucht noch eine HU. Also, stellen schon mal rein. NLC, was ist mit dir? Du brauchst auch eine HU. Was mit dir? Du brauchst keine HU. Du brauchst auch keine HU. Und fahren wollen wir den hier. Auf 2.19. Kommt drauf an. Wenn dein Mainboard diesen Chip verträgt, dann nein, sonst ja. Also, beziehungsweise brauchst du ein neues Mainboard. Es sei denn, die ändern noch alles. Zutrauen würde ich es ihnen ja. Du das? Nee, du warst der DL. A25, du warst das auch nicht. Zweitürer Solo Void, das war, du warst das. Von Diakonissenkrankenhaus nach Nordbahnhof über Rheinhausen. Also Windows 10 finde ich super. Funktioniert alles wie es soll. Eben Wasser holen. Ach hey, was sehe ich da denn? Der Leon spielt dann Lotus. So, und zwar 42 Farmerlinie.
wenn sie da wäre. Ach, da ist sie. 42101. Vom Diakonissenkrankenhaus zum Nordbahnhof. Jawohl. Jetzt sollte da unten die Karte eigentlich irgendwas anzeigen. Es sei denn... Moment. Falscher Browser. Reinhausen, 42. Ja, scheiße. Genau. Exakt. Ja, ja, ja. Typisch. Fahrt bitte abbrechen. Und bitte neu beginnen. Nein, es ist nämlich nicht die Rheinhausenhof. Es ist die Rheinhausen Linienpack bei Doc Omsi. Ich denke, das ist die bei Doc Omsi. Das ist eine Linienpack. Es ist eine. Ich habe gerade eben nachgeschaut auf der Excel-Tabelle von der SDC. Die Excel-Tabelle ist dafür da für die Leitstellen und da steht, da habe ich überall mit drauf vermerkt, welche Linie zum normalen Paket und welche zum Linienpack gehört. Und die Linie 42 ist ein Teil des Linienpakets, das heißt, wenn ich die falsche Hofdatei eingebunden habe, dann bekomme ich keine Route unten angezeigt. Deswegen, falsche Hofdatei drin, deswegen, shit. Deswegen nochmal raus und wieder rein. Ich hätte gern schon unten links einen roten Strich, damit das funktioniert. Wir sind jetzt akuten Haarausfall. Hofft doch nicht. Nee. Nur akuten, akute Haare quer durch einzelne Haare, die irgendwo lang liegen, wo es nicht gehört. Probieren wir das nochmal. Bus an. Oh, es regnet. Okay. Dann 42, Umlauf 42101 vom Diakonissenkrankenhaus zum Nordbahnhof. Und jetzt haben wir auch einen Strich da. Linie 42 war das. Auf dem Umlauf, keine Ahnung, Umlauf, Liebescode. Okay. 01. Ab Diakonissenkrankenhaus nach Nordbahnhof. Haha, Zufallstreffer. Ja, ich sag, wenn es ein Zufallstreffer ist. Verneige er sich. Blaues Licht. Das Ding aus. Das Ding hier bitte mal auf Stufe 1. Scheibenwischer da an. Die Hofdateien, die sollten beim Linienpack mit dabei sein. Aber wäre im Endeffekt kein Ding, denke ich. So, jetzt haben wir eigentlich noch 15 Minuten vor uns, aber...
ist immer so nervig, wenn man nicht weiß, was, welche zum Liegeblick gehören und welche nicht, ne? Guten Tag. Das steht ja leider nicht dran. Morgen. Hallo. So, und da würde ich sagen, packen wir hier erst einmal so 12 Minuten auf die Zeit drauf. 26, 28, 38. In der Hoffnung, dass die... Nein, gibt es mal keine Preisprüfung. Wir sind ja nicht am Balu. So, kommt rein, Jungs. Guten Tag. Es geht los. Morgen. Hoppla. Nochmal hoppla. Ah, jetzt hat's ausgehoppelt. Ich kann dir das ganze Linienpaket geben und zeigen, wo es steht. Den Text sollte ich hier noch irgendwo rumfliegen haben. Also irgendwie gibt es immer noch ein Problem mit den Ansagen. Ich weiß noch nicht genau warum. Ja, moin. Guten Tag. Morgen. Hallo. Einen normalen Fahrschein, bitte. Nimm 10er. Nee, mach mal nicht. Danke. Ein bisschen weißen Zettel, kannst du ein Smiley draufmalen. Du bist im Plan, dass rot ist, ja? Ja, der fährt bei Rot. Glaubst du es? Ja, was ist denn hier los? Sag mal, Jung. Der fährt einfach bei Rot drüber. Faszinierende KI. Ja, Tag. Hallo. Ich wollte wieder 850, das ist ein bisschen zu schnell, denke ich. Einmal normal. Guten Tag. Einmal normal. 220. 220, 30, 40, 50, gerne. Morgen. Moin. Eine Fahrkarte bitte. Ja, das ist 230, die kriegst du aber nur per Tastenkürzel, weil ich keine Scheine rausgeben kann. Wie oft soll dieses Lied denn noch hier kommen? Robert, aber was hörst du für eine Musikrichtung? Ich höre dieses Lied hier jetzt mindestens schon das dritte oder vierte Mal. Sag mal, haben die da ein Problem mit den Liedern, die da kommen?
Also ich höre das Ganze über Brezelrocks und die sind normalerweise haben die GEMA-freie Lieder, die auch YouTube-tauglich sind. Nur momentan scheint es mir fast so, als hätten die da ganze großflächige Teile rausgeschmissen aus dem Sortiment. Was dafür sorgt, dass es hier scheinbar einige Lieder gibt, die ich immer und immer und immer wieder höre. Also quasi ähnlich wie Groundhog Day. Ja, Robert, da wie gesagt, was hörst du für eine Musikrichtung, sag mal? Eine Tageskarte. Aber 5,70. 5,77. Meine Augen. So. Guten Morgen. Morgen. Hallo. 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 Was, hallo? Ja, moin. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Tag. Guten Morgen. Laufen Sie auf der anderen Seite ruhig weiter. Machen Sie neue Fläche. 220, 30, 40, 50, 3, 5. Danke. Gerne. Hallo. Hallo.
Tag. Ja, moin. Nächste Haltestelle, Hauptpost. Ja, moin. Morgen. Hallo. Hallo. Einmal normal, bitte. Einmal normal, 2.20 war es, glaube ich, genau. 2.50, 3.05. Einmal kurz stehen. Um 10 nach früh ist es. Roboter, ich schaue gleich nach, was du mir geschrieben hast. Nächste Haltestelle, Rheinstraße, Betriebshof. Na gut, aber ich denke, nach der Fahrt hier werde ich eh was spachteln. Ah. Schauen, dass noch hier so ein Haus unterwegs ist. Ja, danke dir. Danke dir, Roboter. Ja, moin, moin, Basti, grüß dich. Hallo. Je später der Morgen, desto besser gehst du. Grüß dich. Danke dir, du. Auch wenn ich, wie gesagt, nicht mehr allzu lange mache, weil langsam aber sicher kommt hier so ein leichtes Hungergefühl. Grün, sag mal. Ich hab doch gerade eben das grüne Licht gesehen, ne? War doch grün. Sag mal, wieso bleiben die alle stehen da? Ja, moin Luca, grüß dich. Hoppala. Bleibt erstmal beim Bordstein. Ja, boah, fetter Scheiße. Ich sollte vielleicht nicht unbedingt einen Chat lesen, während ich hier fahre. Sonst kommt Fahrfehler zustande. Das ist übrigens wie in der Realität. Wenn du auf dein Handy drauf guckst, dann kann es sein, dass du den Bordstein mitnimmst. Das ist eher suboptimal. Ah, hier kann ich wohl den Fahrstreifen als Geradeausfahrstreifen mit hernehmen. Hier bleiben 15 Uhr, um sie 2 oder geht nur wegen Arm? Ja, ich bin mir noch nicht sicher. Wie gesagt, momentan schaut es so aus, als ob es gehen würde. Die Dispo-Touren heute Nachmittag habe ich mir abgesagt. Weil, ich weiß noch nicht, wie die zweite Impfung jetzt wirklich wirkt. Kann auch sein, dass ich das Ganze völlig komplett verschlafe. Ich habe jetzt hier den Stream auch vorsorglich abgesagt am Nachmittag. Aber wie gesagt, ich werde vermutlich schon streamen. Nur, gucken wir mal, wie, wo, was und wann. Das steht gerade noch völlig in den Sternen. Je nachdem, wie ich drauf bin.
Zur Erklärung für Berliner und Luca, die neu dazugekommen sind. Ich habe gestern um 13:30 Uhr die zweite Dosis BioNTech/Pfizer bekommen. Das heißt, ich bin jetzt doppelt geimpft. Hatte ich gestern. Und bin extrem müde seitdem, zumindest in den letzten 24 Stunden. Ich habe da, weiß nicht, wie lange bin ich geschlafen? Zuerst in der Nacht ungefähr 4-5 Stunden, danach am Nachmittag 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, etwa nochmal 6 Stunden und dann in der Nacht nochmal 2, 3 Stunden. Also irgendwie so Intervall, allerdings richtig heftig. Okay, bis später. Ciao, Robert. Guten Tag. Hallo. Ja, wie gesagt, also, ja, muss mal durch. Ja, liebes Taxi, fahr ruhig quer bei meiner Spur. Es kommt ganz toll. Mir hat vorhin ein Zuschauer gesagt, Berliner, es gibt eine neue Berliner Karte. Berlin 156 heißt die. Robert hat mir schon zugeschickt. Nur zu deiner Info, weil ich glaube, du sammelst in deinem Betrieb ja Berliner Karten. Hast du? Okay. Das heißt, ich rede wieder viel zu schnell. Ich rede nicht viel zu schnell, ich bin viel zu langsam. So rum. Hallo. Ja, moin. Hallo. Hallo. Achso, gibt's nicht für den Betrieb? Okay, das ist natürlich doof. Gibt's überhaupt schon für einen Multiplayer? Dachte nicht, ne? Also, ich glaube, die nehmen auch momentan irgendwie keine neuen Karten rein. Was natürlich ziemlich bescheiden ist. Das ist schade, das ist schade. Ich fahr lieber Multiplayer als Singleplayer. Nächste Haltestelle, Nordbahnhof. Es besteht Übergang zum Regionalverkehr. Diese Fahrt endet dort. Auf Wiedersehen bis zum nächsten. Wie? Ich dachte, ich fahr zum Einkaufszentrum. Das ihr verwirrt mich alle. So, Endstation. Juling ist cool. Besonders die 174. 2 Stunden Tour. Aber da brauchst du Sitzfleisch, du. Und tu dir selber einen Gefallen, wenn du den Weg nimmst vom Strand Richtung Zopp Juling, fahr mit am Bus mit einem ordentlichen Motor. Ein New Line City schafft das nicht, wenn er Gelenkbus ist. Das ist schlecht mit Grand Grundorf 2. So. Zurück ins Büro. Bus muss getankt werden.
gewartet, muss er nett werden. So, aber ich muss gleich noch was in der Werkstatt machen. Ich habe mir nämlich ein paar Busse reingestellt von der STC. Müssen einmal alle geprüft werden. Damit nicht irgendein Verschleiß auftritt, der mir jetzt das Knack bricht. Und danach ab in die HU. Rein mit dir. Und auch bei dir, Junge. Einmal alles geprüft. Und rein in die HU. So. Dann schauen wir in den Rechner und geben die Busse zurück. Was haben wir da? Der hier geht zurück in die Halle. Die hier sind alle noch unterwegs. Gut, wie schaut es mit den Punkten aus? Keine. Okay, doof. Ja gut. Ja gut, dann werde ich mal schauen, ob es in meiner Wohnung hier irgendwas Essbares gibt. Also langsam, also hier kriege ich Kohldampf. Ich bin jetzt schon schließlich schon wieder 2,5 Stunden dabei. Das waren jetzt 2 interessante Fahrten über Alu. Das waren ein paar Fahrten oder eine Fahrt über Rheinhausen. Aufstieg hier drin dürfte es nicht gegeben haben. Ja, genau. Aber dafür ist die SCC hier ganz knapp drunter, ne? 380 Punkte fehlen noch. Das sollte sie doch machen lassen innerhalb der nächsten Zeit. Gut, ist denn sonst noch hier was zu tun? Denke ja nicht. Ach, der ist jetzt durch, schau mal. Haha. Kann er auch zurück. Na gut, na gut. Hier war auch nichts drin. Wie weit stehe ich bei denen eigentlich? Bitcher, bitcher. Oh, hoppala. Ich stehe am 2. Platz. Also beziehungsweise nach der nach dem Disponenten, nach dem Oxmox, stehe am 1. Platz. What the fork? Ist meins schon fertig? Wie meins? Mein was? Mein Stream? Naja, 2,5 Stunden sind erstmal für morgen den Stream, denke ich mal, schon okay. Ich habe hier so einen Haufen Discos, wo war eigentlich deiner dabei? Oder gibt es überhaupt deine? Achso, das Event. Nein, das Event ist noch nicht durch, nein. Das Event bei der STC, da fehlen noch 300 Punkte, aber die werden wir heute wohl erfahren. Denn nachher wird wahrscheinlich Zolli auch noch mitfahren. Gucken wir mal. Das Event selber, das geht noch irgendwie bis zum 2., bis zum 3. oder 4. Ich glaube, bis zum 4. war das. Also da ist noch ein bisschen hin, da können wir auch noch ein bisschen fahren. Wie schaut es bei dir eigentlich aus, das Event? Also Zolli-Reisen ist durch, weiß ich. Mir haben sie geholfen, das weiß ich auch. Wie viel hast du noch vor dir? Du hattest übrigens einen ziemlich kaputten Bus in der letzten Nacht, ne? Nur zur Info das. Aber macht nichts, den haben wir ja repariert. Oh, bei dir ist noch eine Menge offen. Aber du hast ja Gott sei Dank Juling. Juling mit Touren mit 190 Punkten. Ist zwar eine Menge zu tun, aber werden wir wohl schaffen. Oder ist zumindest zu schaffen. Müssen wir nur noch irgendwie den Zolli dazu überreden, dass seine gesamte Mannschaft da jetzt von Unternehmen zu Unternehmen karrt. Was haben wir hier denn? War das der, den ich da noch repariert habe? Oder ist das ein neuer, der da drin rumsteht? Tom HD Crafting. Nee, das war der alte. Das war der alte, den ich da repariert habe, weil da irgendwie eine Menge von kaputt ging, aber Gott sei Dank hat das nicht selber gemeldet, also interessiert es dich wahrscheinlich relativ wenig, ne? Denn wenn der den Schaden verursacht, den Schaden nicht meldet, zahlt ihn die Person zu 100% und der Betrieb wird da rausgehalten. Deswegen
Sofern das selber mal meldet. Vielen Dank für die Erfahrungspunkte. Dann machen wir den auch noch gleich durch, aber der schaut auch intakt aus. Oh, da ist alles Plaketti. Das bedeutet, wir schicken die beiden Busse wieder zurück. Ich glaube, ich hatte hier die beiden Zensiert-Sachen richtig gesetzt, kann das sein? Blub, blub. Die beiden Teile, ne? Die beiden schwarzen Balken hier drin. Mal gucken, ob die noch richtig gesetzt sind hier. Der erste ist absolut richtig gesetzt, wie du siehst. Die Finanzen sind nicht sichtbar. Wenn ich die jetzt zahlen möchte, geht es immer noch? Ja, geht immer noch. Groffel. Zur Erklärung, der zweite überschreibt den Kontostand, der oben rechts ist, und der erste überschreibt das Ding in der Mitte. Sag mal, was hast du hier für fehlende Zuweisungen? Für Dienstag will Fahrer 23. Darf man den einfach so reindisponieren? Der möchte irgendwo fahren von... Oh Gott. Das ist jetzt nicht sein Ernst. Das machst bitte du dann, ja? Fahrer 23 möchte gerne von 0 Uhr bis 23:59. Also, er möchte gerne den gesamten Tag über 1440 Minuten disponiert werden. Das macht der Chef bitte selber, ja? Das traue ich mir nicht so. Das macht der Berliner Bäumer alleine. 1440 Minuten. Ein ganzer Tag. Ja, da würde ich sagen, das war es jetzt erstmal von mir. Das waren ein paar Runden für die STC. Das waren zweimal Arnhem V4. Gefolgt von einmal Rheinhausen. Und ich gucke mal ganz schnell nach. Machen wir das Ding hier mal auf Pause. Wo könnt ihr euch denn hinschicken? Gibt es hier irgendwelche OMSI-Streamer, die noch da sind? Ne, da bin ich wieder mal der Einzige, ne? Na super. Gibt es irgendwelche Factorio-Streamer, die möglicherweise wie der... Ne. Das ist nur ein aufgezeichneter Kanal. Und der zweite, der Matrix-Runner, der befindet sich seit mehreren Stunden im Pausemodus. Also... Die beiden, ich möchte euch jetzt nicht irgendwo hinschicken, wo einer permanent im Pausemodus hängt. OMSI selber kann ja nichts machen, beziehungsweise gibt es niemanden, der, wo ich es hinpacken kann. Ich könnte meinen eigenen Kanal mal aufrufen, haha. Aber da weiß ich ja, wie der aussieht, ne? Was hätten wir da denn? Fahrrennspiel. Ja, wo soll ich euch hinschicken? Machen wir das Ganze nochmal in groß hier. Live-Chatting. Ja, wie gesagt, wo soll ich euch hinschicken? Das, was ihr da oben seht, das ist übrigens eine Spiegelung von einem Licht im Greenscreen. Das ist nicht weiter tragisch. Ja, ansonsten, das war es soweit von mir erstmal. Ob es heute Nachmittag einen Stream gibt, bin ich mir noch ehrlich ein bisschen unsicher, weil ich weiß nicht, wie ich heute Nachmittag drauf sein werde. Ob ich gut drauf sein werde, ob ich da mit diversen Nebenwirkungen im Bett liegen werde, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich habe, wie gesagt, gestern die zweite Dosis BioNTech Pfizer bekommen. Und das bedeutet, das bedeutet, also momentan, der linke Flügel tut halt noch ein bisschen weh. Ich habe irre Menge Schlaf mitgenommen. Bisschen pilzigen Geschmack im Mund und momentan irgendwie ein bisschen schwindelig, aber das liegt wahrscheinlich daran, dass ich recht wenig gegessen habe. Na gut, ansonsten, wenn es keinen gibt, wo ich euch hinraiden könnte, das werde ich sowieso nochmal hier irgendwann als Belohnung reinmachen für irgendwie 5000 Punkte Raid-Vorschlag oder sowas. Das wäre doch was, oder? Ein Raid-Vorschlag. Es gibt hier mehrere Layouts. Na dann, okay. Lassen wir es mal so stehen. Okay, wunderbar, dann würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Ich würde mich jetzt hier erstmal Richtung Frühstückstisch verziehen. Dann, wie gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen. Danke nochmal an alle Follower, an alle Abonnenten, an alle Cheerer und Donator. Und momentan und heute, was gab es heute genau? Es gab den Flaviano Rodriguez, vielen Dank für den Follow. Und auch der Benji Sport 09, vielen Dank für deinen Follow. Und ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns, wir hören uns. Bis zum nächsten Mal.
Danke nochmal, dass ihr dabei gewesen seid. Und ansonsten, ja. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Giant wall, could disappear, beating my